Hier ist das Stadtmagazin TV. Und jetzt mit diesen Themen. Birgit Wieczorek stellt neues Buch vor. Jahreszeitenspaziergang in und um Bad Bramstedt. Lars Mund eröffnet Smart Art. Erste Nachtschwärmer-Jobtour in Norderstedt. Und Bürgermeister Hanno Krause im Interview. Das Stadtmagazin TV wird Ihnen präsentiert von Beermann Automobile, Ihrem Partner für Mercedes-Benz und Smart. Beim Blasmusik-Workshop Blaswars 2.0 des Musikvereins Norderstedt e.V. lautete das Motto Best of Musical. Voraussetzung für die Teilnahme sind mindestens 2 Jahre Instrumentalunterricht an einem Holz- oder Blechblasinstrument. Die Dozenten Frank Engelke und Ulrike Cooper lernen mit den Kindern und Jugendlichen bis zu einem Alter von 18 Jahren die schönsten Hits und Ohrwürmer aus bekannten Musicals. Also das ist das zweite Mal, dass wir diesen Kurs machen. Letztes Jahr haben wir das erste Mal gemacht und die Resonanzen sind gut. Also wir haben 80-90% der Teilnehmer, die im letzten Jahr da waren, sind wieder da und ein paar noch dazu. Also wir sind mehr geworden als beim letzten Mal. 2 Konzerte waren ja schon, das vom Jungen Blasorchester, ein Ensemble vom Musikverein und dann noch von den Fischer Horns, das war auch schon am 3. Oktober. Und jetzt ist das der letzte Teil, findet am 8. November statt. Das ist das Symphonische Blasorchester, das findet dann um 20 Uhr in der Tribüne statt. Und wenn alles gut klappt, wird dann auch die Gruppe von Blaswars im Foyer vorher spielen. Von daher gibt es dann so eine Kombination nochmal aus dem Resultat von dieser Woche und vom Symphonischen Blasorchester, wo es dann vielleicht für die Musiker von heute auch hingeht. Das Ergebnis präsentierten sie den Eltern, Freunden und interessierten Gästen am Ende des Workshops. Smart Art heißt der Unternehmenstraum, den sich Lars Mund vor kurzem erfüllte. In der Segeberger Chaussee in Norderstedt gelegen, bietet es Freunden von Fotografie, Elektronik und auch Mobilfunk den optimalen Anlaufpunkt. Clever, raffiniert, einfallsreich. Lars Mund verspricht seinen Kunden besonders im Bereich Fotografie individuelle Angebote. So durchläuft jedes Bild zum Beispiel eine digitale Bildretusche, wobei selbstverständlich die natürliche Schönheit im Vordergrund steht. Das Geschäft Smart Art ist am 15.09. hier eröffnet worden an der Segeberger Chaussee und ist eine Verbindung aus einem Fotostudio und dem Elektro-Einzelhandel. Wir bieten hier ein großes Portfolio an fotografischen Dienstleistungen. Das geht von Pass- und Bewerbungsbildern bis hin zur Begleitung von Hochzeiten, Firmen-Events. Auch Effektshootings sind ein großer Bestandteil. Und in den Elektronikbereichen sind wir dann bei Unterhaltungselektronik, Handys, Notebooks und Druckern, alles was irgendwo mit der Unterhaltung und dem Digital Lifestyle heutzutage zu tun hat. Das Effektshooting ist ein ganz besonderes Fotoshooting, was wir unseren Kunden anbieten. Dort bedienen wir uns gewissen Hilfsmitteln wie zum Beispiel Wasser, Milch, Farbe, die wir dann in Verbindung mit dem Fotoshooting bringen und dann zum Beispiel unser Model abduschen, welches dann in der Praxis ganz tolle Effekte hervorhebt. Solch ein Effektshooting kann jeder machen. Es ist dann immer ganz konzipiert nach der jeweiligen Art des Models. Wir besprechen uns immer sehr intensiv vorher, damit wir dann auch den Wunsch des Kunden natürlich auch gerecht werden. Übrigens, ein Gutschein bei Smart Art ist eine schöne Geschenkidee. Ob für die gesamte Familie als Gruppenbild oder ein Einzelshooting als ganz persönliches Geschenk. Anregend, informativ und meditativ. Die VHS Bad Bramstedt bietet 4-mal im Jahr einen Jahreszeitenspaziergang. Das Besondere dabei ist, die Kurstadt immer wieder neu zu entdecken. Natur- und Landschaftsführerin und Diplom-Sozialpädagogin Marianne Rieke führt die Teilnehmer am frühen Abend im Winter, Frühling und Sommer durch die Natur. Jahreszeitenspaziergänge, der Name sagt es, sind was ganz Interessantes. Im Wechsel der Jahreszeiten erleben wir die Vielfalt unseres Lebens immer wieder neu
Und ich bin drauf gekommen, ich habe lange in den Tropen gelebt, habe die Jahreszeiten vermisst. Und was man vermisst, das liegt einem sehr am Herzen. Und da habe ich mir überlegt, ich möchte anderen von meiner Begeisterung weitererzählen. Und so sind die Jahreszeiten-Spaziergänge entstanden. Die Uhrzeiten und Treffpunkte erfahren Neugierige bei der VHS Bad Bramstedt. Im Mattes Dentallabor in Hennstedt-Ulzburg erhalten Sie eine individuelle Beratung zum professionellen Zahnersatz. Wiebke Mattes ist Ihre Ansprechpartnerin für moderne Dentaltechnik von A wie Aufbissschienen bis Z wie Zirkonoxidkeramik. Auf eine völlig neue Art können sich Schüler und Unternehmen im November bei der Nachtschwärmer-Jobtour in Norderstedt kennenlernen und ausloten, ob sie beruflich zueinander passen. Also wir haben ja über unsere Initiative Wirtschaft trifft Schule verschiedene Themen diskutiert, um Schulen und Unternehmen zusammenzubringen. Daraus ist entstanden diese Initiative Nachtschwärmer-Jobtour. Die Kollegen aus Bad Oldesloe haben uns mal erzählt, den Unternehmen, den Schulen erzählt, was es damit auf sich hat. Und wir Norderstedter haben dann für uns erkannt, das ist ein tolles Projekt. Es hilft den Schülern, es hilft Schulen und es hilft auch Unternehmen. Und insofern sind wir dann jetzt in die Vorbereitung gestartet. Unser Ehrgeiz war schon, auch aus dem zu lernen, aus den Erfahrungen zu lernen, die die Bad Oldesloe gemacht haben. Also da sind wir ihnen dankbar. Die haben uns ja quasi die Starthilfe gegeben. Wir werden wahrscheinlich deutlich größer sein. Gut, nun ist auch Norderstedt deutlich größer. Und ich glaube, dass wir vielleicht auch das ein oder andere Plus haben dann in der Organisation. Also es ist ja abends, nicht nachts. Also wir fangen um 17.30 Uhr an. Das soll schon was Besonderes sein und es soll schon auch einen besonderen Charakter haben. Und es soll damit auch ein bisschen dokumentiert werden, den jungen Leuten gegenüber, das ist hier nicht rumspielen oder das ist nicht etwas, was man jeden Tag bekommt, das ist eine echte Chance. Auch deshalb eine echte Chance, weil sich hier 20 Unternehmen die Mühe machen, abends sich hier zu präsentieren im ESI, dann aber auch zwei Gruppen durch ihr Unternehmen zu führen und ihr Unternehmen vorzustellen. Die Unternehmen werden dort sich auch Gedanken machen, das ist nicht einfach nur guckt, hier ist die Produktion oder so, da soll auch tatsächlich mehr passieren und mehr drumherum sein. Das ist wirklich eine Chance, auf hohem Niveau in kurzer Zeit auch als Schüler mal in die große Welt, in Anführungsstrichen die Berufswelt zu kommen. Ja, die findet ja statt hier im ESI, European Surgical Institute, am 27. November. Es sind 21 Unternehmen beteiligt, die sich vorstellen an diesem Abend. Und im Vorwege wurden ja Fragebögen in Schulen verteilt. Das ist jetzt auch ein Teil der Aufgabe der Organisatoren, was wir auch als Norderstedt Marketing gerne mit übernommen haben. Und es sind jetzt insgesamt über 350, ausbildungswillige junge Menschen schon, die sich an diesem Abend hier mit den Unternehmen treffen im Auditorium. Der Verlauf des Abends wird dargestellt. Oberbürgermeister Grode wird auch eine Begrüßung dann vornehmen. Und dann werden diese jungen Menschen auf diese 21 Firmen verteilt, mit Bussen dann auch in diese Firmen gebracht. Und die Firmen stellen sich dann vor. Und das Ganze wird sehr individuell eben auch passieren. Und ich glaube, es hat einen ganz besonderen Charme, einen anderen Charme als die junge Messe. Und ich glaube, es ergänzt das Ganze sehr gut. Die EGNO holt gemeinsam mit der Sparkasse Holstein, der Barmer GEK und Norderstedt Marketing das erfolgreiche Konzept aus Bad Oldesloe am Donnerstag, den 27. November nach Norderstedt. Kaltenkirchens Bürgermeister Hanno Krause und Stadtentwickler Alfred Fahl sprachen über neue Projekte zur Wirtschaftsförderung und Ansiedlung in und um Kaltenkirchen. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, Sie sehen uns hier an einem ganz besonderen Ort in Kaltenkirchen, und zwar an dem Ort, an dem wir die Wirtschaft weiterhin fördern wollen, ansiedeln wollen. Ein Gewerbegebiet mit 22 Hektar netto. Das passt wunderbar in unsere Entwicklung der Stadt. Kaltenkirchen ist eine prosperierende Stadt mit 21.000 Einwohnern im Mittelzentrum, mit Versorgungsfunktion für das Umland. Und da passt der Gewerbebau besonders gut hinein, weil wir auch den hier ansässigen Bürgerinnen und Bürgern und auch weiteren Hinzuzugswilligen gerne hier Arbeitsplätze bieten wollen. Und natürlich ist es auch so, dass wir im Bereich Gewerbe das Fundament für das alles sehen, was wir uns in der Stadt an Infrastruktur leisten wollen. Die Flächen sind alle im Besitz der Stadt Kaltenkirchen, über Jahre entwickelt worden. Wir werden bis Frühjahr nächsten Jahres die Erschließung abgeschlossen haben, um dann hier insbesondere auch für größere Flächen ab 2 Hektar Größe wieder konkurrenzfähig zu sein. Wir sind in der Lage, auf den 22 Hektar
Das ist für uns, meine ich, auch in der Metropolregion um Hamburg eine Besonderheit, auf Flächen größeren Querschnitts auch Unternehmen anzusiedeln. Wir erleben es eben auch in der Diskussion, wir waren jetzt gerade auf der Expo Real, internationale Immobilienmesse in München, dass immer wieder größere zusammenhängende Flächen nachgefragt werden, die durchaus rar werden im Randgebiet Hamburg. Und das können wir anbieten in größeren Margen. Das gesamte Interview sehen Sie auf der Online-Seite vom Stadtmagazin Kaltenkirchen. Buchautorin und Gründerin der Master Wellness Akademie Birgit Wieczorek gibt in ihrem neuen Buch einen großzügigen Einblick in die Lomi-Lomi-Nui-Massage. Ja, wie kam es dazu? Die hawaiianische Lumima-Technik ist ein wenig aufwendig. Das heißt, wir haben hier eine Illustration von über 200 Bildern und wir marken das Buch in unserem eigenen Onlineshop www.wellnessartikel24.de bestellen, sodass der Masseur auch im Nachhinein weiß, wie er die Grifftechniken anzuwenden hat. Weil das ist das, was dann immer etwas schwieriger ist. Denn über 200 Techniken wollen auch manchmal nochmal nachvollzogen werden. Die hawaiianischen Massagetechniken sind weltweit bekannt und sehr beliebt. Das Buch von Birgit Wieczorek aus Norderstedt vermittelt entspannendes Basiswissen. Hilfreich sind dabei vor allem die rund 200 Bilder, die die Beschreibungen perfekt darstellen. Die Lobby-Massage wird von Sportlern genutzt, von Unternehmern, von Privatpersonen. Im Grunde genommen ist sie für alle Menschen etwas, die Erholung suchen, die mal wieder den Kopf frei bekommen wollen und die ein gutes Gefühl im Körper haben wollen. Ich vergleiche das immer, man fühlt sich so, als wenn man wie ein kleines Kind über die Wiese hüpft. Sven Wagner bedankte sich bei der Jubiläumsfeier bei allen Kunden und Mitarbeitern für die Treue der letzten 10 Jahre. Gemeinsam ließen sie die Korken knallen und stießen auf mindestens 10 weitere Jahre an. Wir freuen uns, dass ihr alle da seid und alle gekommen seid und wir möchten uns herzlich bei unseren Mitarbeitern bedanken für die 10-jährige Treue. Der Friseursalon in Kattendorf öffnete zum Tag der offenen Tür und verwöhnte Stammkunden und Besucher gleichermaßen mit Beauty-Behandlungen. Die Damen freuten sich über ein professionelles Make-up. Ja, ich bin jetzt seit 10 Jahren hier bei Wagner in Kattendorf. Ich gehe gerne hierhin, weil es sehr familiär ist und weil ich mich gut beraten fühle. Ja, rund um Beratung und er redet mir nicht nach dem Mund, das finde ich auch wichtig. Ich fühle mich super gut und freue mich, dass so viele Kunden gekommen sind und uns die Ehre erweisen. Erstmal sind wir hier ein ebenerdiges Geschäft, das heißt, es müssen keine Stufen gelaufen werden. Wir haben kostenfreie Parkplätze vor der Tür. Unsere Öffnungszeiten von Montags bis Freitags, 8 bis 18 Uhr und auch sonntags von 7.30 Uhr bis 14 Uhr sprechen die Kunden an. Und natürlich auch nach Vereinbarung, das heißt, auch zu Hochzeiten kommen wir natürlich auch zu den Bräuten ins Haus, damit die nicht hierher kommen müssen, damit die möglichst stressfrei ihren Tag beginnen und erleben können. Ich freue mich auch auf die kommenden 10 Jahre in der Hoffnung, dass wir weiterhin an uns arbeiten, dass wir weiterhin diese Unterstützung unseres Lieferanten Alcina haben und dass uns die Kunden auch weiterhin die Treue halten und wir die auch weiterhin begeistern können. Das Team um Sven Wagner freut sich auf die nächsten Jahre, kommende Trends und verspricht weiterhin mit Leidenschaft für die Kunden da zu sein. Stadtmagazin TV – Termine. Stark, sinnlich, geschmeidig ist die Stimme von Patricia Vaughn aus Texas, die sie am 31. Oktober im Volkshaus Tungendorf präsentiert. Brahms Liebeslieder sind am 1. November im Kulturwerk am See unter dem Titel Tanzen, Tändeln und Tafeln zu hören. Mit Bill Mockridge geht es am 2. November im Bürgerhaus durch das Anti-Aging-Programm Was ist Alter? Nun folgen die Holstenhallen-Events. Stöbern und feilschen heißt es beim Hallenflohmarkt am 26. Oktober. Vom 30. bis 1. November lohnt sich ein Besuch der Holsteiner Pferdetage. Und hier kommen die Schlagzeilen. Norbert Berg wurde von Oberbürgermeister Hans-Joachim Grote zum neuen Gemeindewehrführer der Norderstedter Feuerwehr ernannt.
Serienautoaufbrüche in Norderstedt. Polizei setzt auf Mithilfe der Bürger. Zivilcourage. Zwei Frauen erwiesen Mut und verhinderten Diebstähle in Bad Bramstedt. Weitere Informationen und Termine aus der Region finden Sie auf dem Online-Portal Ihres Stadtmagazins. Das Stadtmagazin TV wurde Ihnen präsentiert von Beermann Automobile, Ihrem Partner für Mercedes-Benz und Smart.